Nummer 5. Es ist kaum verwunderlich, dass sich die Edifier R1280 dB auf dem Markt immer größerer Beliebtheit erfreuen. Die Klangqualität, das attraktive Aussehen und die zahlreichen Funktionen verbessern das Hörerlebnis der preiswerten Lautsprecher. Das äußere Design mit einer Oberfläche, die an Holzmaserung erinnert, macht sie zu einer attraktiven Option für alle, die hochwertigen Klang zu einem erschwinglichen Preis suchen. Trotz ihrer kompakten Größe liefern sie insgesamt 42 Watt und damit eine höhere Lautstärke als erwartet. Schließlich sind weitere Details wie der 3,5 mm Kopfhöreranschluss und die integrierte Fernbedienung besonders interessant. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Ein Lautsprecher, der die Audioleistung unseres Fernsehers deutlich verbessert, ohne viel Platz zu beanspruchen, ist der Yamaha C20 Amp. Dank seines kompakten Designs mit einer Länge von 60 cm und einer Höhe von nur 6,4 cm lässt er sich auch in den kleinsten Räumen problemlos unterbringen. Aber lassen Sie sich von seiner Größe nicht täuschen. Seine Leistung ist beachtlich. Die Klangeffekte sind von hohem Niveau, sehr definiert und auch bei hoher Lautstärke angenehm, wenn auch mit einigen Ungenauigkeiten. Die Konnektivität ist gut, da mehrere Systeme verwendet werden können. Insbesondere das Vorhandensein von Bluetooth 5.0 macht es möglich, das Gerät mit dem Fernseher zu verbinden, was es in ein Werkzeug verwandelt, das auch für Gamer geeignet ist. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 3. Die Sony HTX850 ist eine Soundbar, der es gelingt, kompaktes Design und hohe Audioleistung zu vereinen. Ein 2.1.2 Mehrkanalsystem, das die Vertical Sound Engine von Sony nutzt, sorgt für einen viel breiteren und umfassenderen Klang als üblich. Dank der beiden Tieftöner und des integrierten Subwoofers, die in einem schlanken Gehäuse mit den Maßen 89x6,4x9,6 cm untergebracht sind, entsteht eine Heimkino-Atmosphäre, die sich perfekt für begrenzte Räume eignet oder für diejenigen, die ihr Wohnzimmer nicht mit mehreren TV-Lautsprechern vollstellen möchten. Bluetooth-Konnektivität in der Version 5.0, ein HDMI-Eingang und Ausgang sowie ein optischer Audioeingang sind vorhanden. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für eine hervorragende Klangqualität, perfekt für das Ansehen von Fernsehprogrammen, Serien oder Filmen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Das Logitech Z906 5.1 ist ein hochwertiger, langlebiger Lautsprecher. Seine Funktionen versprechen ein hohes Maß an Immersion bei Filmen und Videospielen. Er liefert eine Gesamtleistung von 500 Watt, wobei 5 Satelliten jeweils 67 Watt liefern, während der Subwoofer 165 Watt abgibt und eine Spitzenleistung von 1000 Watt erreicht. Das Ergebnis ist ein detailreicher und tiefer Klang dank der Unterstützung von Dolby Digital. Die mitgelieferte Steuerkonsole bietet Standardfunktionen wie Tonwechsel, Audiokanalauswahl und Surround Sound. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Sony HTS40R ist eine Mittelklasse-Lösung für alle, die ein Heimkinosystem aufbauen möchten. Es besteht aus einem Verstärker, zwei Regallautsprechern, einem Subwoofer und einer Dreikanal-Soundbar, die unter dem Fernseher platziert wird und eine Gesamtausgangsleistung von 600 Watt hat.
Das System bietet ein exzellentes Filmerlebnis und dank der Dolby-Digital-Unterstützung eine beeindruckende, naturgetreue Performance. Die kabellose Konfiguration gewährleistet maximale Vielseitigkeit bei der Anordnung der verschiedenen Elemente, der Wahl der Quelle und der Auswahl der Hörmodi. Was die Anschlussmöglichkeiten angeht, so fehlt leider Wi-Fi. Aber es gibt HDMI-ARC-Anschlüsse, einen optischen Audioeingang, einen analogen Audioeingang und einen USB-Anschluss. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.